Moin aus Walsbüll. Heute geht es darum, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Meine Mutter hat oft scherzhaft gesagt, dass sie mit den Menschen in Asien ja gar keine Probleme hat. Schließlich seien die ja weit genug weg. Aber mit den Menschen um sie herum wäre das eine andere Sache. Stimmt. Die meisten Probleme habe ich mit Menschen, mit denen ich viel zu tun habe. Besonders wenn die nicht so wollen, wie ich das will. Kurz mal melden, wem das nicht so geht? Scherz beiseite. Gut miteinander leben können wir nur, wenn beide Seiten daran arbeiten. Und ich meine hier nicht, wenn einer vor mir steht, der mir wirklich Übles will. Dann muss ich mich erstmal in Sicherheit bringen und dann weitersehen. Hoffentlich mit gutem Ausgang. Ich meine hier erstmal bei uns. Jesus hat gelehrt, dass wir Feinde mit ungewöhnlichen Aktionen entwaffnen sollen. Zum Beispiel konnten die Römer jeden dazu zwingen, einfach so eine Meile mit ihnen mitzugehen. Und Jesus hat gesagt, geh mit ihm zwei. Ich weiß nicht, wie viele Römer durch diese Aktion dann ins Grübeln gebracht worden sind. Genauso ist das gemeint mit der anderen Wange, die man hinhalten soll, wenn man schon eine Ohrfeige gekriegt hat. Wer das hinkriegt, Hut ab. Dann kann es wirken. So wie Jesus das gemeint hat. Aber wer schafft das schon? Etwas leichter und ich finde menschenmöglicher wird das beschrieben in einem Text, der Franziskus von Assisi zugeschrieben wird. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens. Ich lese ihn gleich ganz. Der Trick ist, sich immer wieder auf diese Richtung Gottes einzulassen, sich einzunorden wie so ein Kompass, wie ich das jetzt mache bis zum Hund in der Optik. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn und nicht nur mit den fernen Leuten in Asien. Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, dass ich die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.